Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder. Jetzt wieder ein bisschen besser gelaunt. Im letzten Part haben wir den Schattentempel weitergeführt und haben ein paar Sachen geholt. Jetzt will ich doch nochmal gucken, was in der anderen Tür drin ist. Weil sonst lässt mich das wahrscheinlich nicht in Ruhe bis. Naja. Jetzt müssen wir gucken. Ah ja, genau. Hier war das nämlich. Wenn ich überhaupt noch zurückkomme. Das ist nämlich das große Fragezeichen. Ja, das große Fragezeichen hat sich bewahrheitet. Ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Hey! Ich muss jetzt warten, bis das Ding hier komplett aufgehört hat. Und jetzt kann ich erst wieder zurück und kann die anderen Stiefel wieder anziehen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ach, das Ding verfolgt mich, das ist ja nett. So, jetzt gehen wir erstmal nämlich hier rein. So, jetzt die große Frage, was ist hier denn überhaupt? Da ist schon mal eine Kiste. Okay. So, die Frage ist jetzt, was will mir diese Navi dazu eigentlich erklären, weil irgendwie ich höre die Geister in diesem Baum flüstern. Hm? Sie flüstern mir zu. Hm? Jener, dessen Schritte heilig sind, möge sich vom Wind treiben lassen, er führt ihn über den verborgenen Pfad. Ja. Gut. Was hat es jetzt nur hiermit auf sich? Ach so, jetzt bin ich praktisch extra genau. Ja. Jetzt bin ich eigentlich nur den ganzen Weg zurückgejungelt. Nur damit ich das machen kann, was ich eh schon weiß. Ist natürlich sehr, sehr geil. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall beim Schiff. Und da bleiben wir jetzt auch. Hinauf, du Ratte. Lalalala. Ja, die Brille habe ich jetzt erstmal abgezogen, weil das tut scheiße weh in den Ohren. Nee. Ach da! Aha, aha, aha. Okay. Perfekt. Wenn da irgendwo eine Skulptur hängt, dann kann es eigentlich nur diesen einen Grund haben. Gut, also. Aber jetzt gehen wir aufs Schiff. So, Ocarina haben wir eingesteckt. Jetzt auch fragen, warum hat mich dieser Penner jetzt hierher gerufen? Das ist total gruselig und scheiße und ja,
Steht hier rum. Gut. Das Schiff legt ab. Oh mein Gott. Du kriegst ja Seegang. Gut, aber auf dieser Schiffsreise wird uns ganz gewiss nicht langweilig. Nein, wir kriegen ja ein paar Spielgefährten dazu. Oh, hammerhart, Junge. So, mi nombre uno. Oh, nur in welche Richtung? Ah, nein! Jetzt habe ich das total verpeilt. Ich dachte, man kommt erst an, wenn man diese Penner besiegt hat. Okay, hat sich jetzt natürlich nicht bewahrheitet. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich die eigentlich sonst immer vorher fertig gemacht habe. Aber hey, ist okay. Jetzt bin ich halt mal abgestürzt. Mein Gott, das zieht es nur unnötig in die Länge. Das kriegen wir schon. Oh Mann. Das nimmt kein Ende, meine Freunde. Es nimmt einfach kein Ende. Ich meine, professionell ist was anderes. Aber ich bin ja auch kein Profi-Gamer, also da ist... Ah, Kaffee. Hm. Gut. Warum habe ich auch diesen Trick mit diesem komischen Fanghaken gesehen? Das werde ich jetzt nie wieder machen. Ich mache das jetzt so, wie ich sonst auch gemacht habe und fertig. Es ist zwar ganz schön, wenn die paralysiert sind, dann können sie nicht hauen, aber... Machen wir es doch lieber anders. So, bitte jetzt. Jetzt. So, komm her, du Ratte. Na los. Na los, na los, na los. Also entweder schlägst du jetzt zu oder... Schlägt er mich vom Schiff? Ich glaube, ich spinne. Was ist denn das heute? Das ist ja unglaublich, du. Ich habe ja noch nie so lange gebraucht mit dem Schiff, ey. Das ist ja unglaublich, ey. Himmel, Herrgott. Also, Junge, 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 Junge. Das wird ja immer konfuser hier auf der MS Fettarsch. Keine Ahnung, ey. Boah, Alter. Alter Schwede da. Das ist ziemlich hart, also... Ich schwör's euch bei Gott, ich habe noch nie so lang für das Schiff gebraucht. Das ist so Vorführeffekt-mäßig, also... Unglaublich. Ich bin noch nie darunter gefallen, ich habe noch nie einen Schlag von denen kassiert, eigentlich. Das, so ist es. Kann man jetzt auch nichts daran ändern, also... Muss mich halt jetzt mit dieser Schmach hier auseinandersetzen. So, entweder haust du jetzt zu. Oh, Alter, jetzt hau zu. So, na endlich. So, mi nombre uno, wo ist der andere? Vogel? Hat er schon weg, oder was? Ich glaube, wir können jetzt eh schon gleich abspringen. Ja, genau hier. So. So, der eine ist vorhin wohl ins Wasser geplumpst. Ja, halt ich fest, bla. Okay, gut. Feuerpfeil, rüberballern, fertig.
Das... Warum war mir das klar, dass das jetzt passiert? Hätte mich ja nur fast verschlagen. Aber hey, ist halt so. Da ist jetzt noch eine Tür. Ich weiß aber jetzt... Ja, ist ja eigentlich klar, weil ich brauche ja einen Schlüssel, nicht? Also gut, next one. Oh nee, ich hasse... Diese Passage ist die schlimmste ever. Und nicht nur, weil diese scheiß komischen Viecher da hier auf mich lauern, um jede Ecke. Gut, prima. So, da ist schon die erste Tür. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ah ja, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Entweder ich brauche jetzt Bomben oder da oben, da liegen ein paar Donnerblumen rum. Muss auf jeden Fall alle drei treffen, das weiß ich noch. Nummer 1. Nee, doch nicht. Okay, jetzt wird's peinlich. Hallo. Jawohl, Nummer 1. Da war ja klar, dass das nicht der richtige ist. Achso, die werden gar nicht schneller. Ja, ist ja klar, wenn die Bomben da hier so, ne? Alles klar. Klarer Mat. Next one. Das wird eh nix. Wusste ich doch. Ja, aber gerade so. Ach so, okay. Ah ja, alles wird gut. Jawohl, jetzt haben wir's. Den Feuerpfeil nehmen wir jetzt mal nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, die Münzen hätte ich sowieso nicht gebraucht. Aber das hier brauchen wir, das Viech. Ich meine, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich hätte ja eigentlich, ich hatte jetzt so lange Zeit in dem Let's Play, hätte ich ja meine Joystick-Empfindlichkeit einfach ein bisschen anders machen können. Rein theoretisch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, jetzt hat Navi keinen Bock darauf zu fliegen. Okay, alles klar. Dann hat es ja erledigt. Gut, dann waren wir wieder nur hier für eine Skulptula. Auch nicht schlecht. Die hätte ich mir ja auch so holen können, wenn ich so drüber nachdenke. Ist jetzt nicht so, als wäre jetzt ein Herzteil gewesen. So, jetzt gehen wir einfach mal. Gehen wir in die nächste Tür. Okay, so, was ist hier? Oh. Ich hab's geahnt, dass es kommt. Ach Mensch. Och, warum denn? Thank you.
diesmal nicht. So, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Gut, das ist jetzt die Truhe, die wir eigentlich brauchen. Oh, ein Herz. Ein Herzchen. Wie gnädig. Wie gnädig. Ja. Man weiß ja nie, was so bei diesen Hügeln da hier verborgen ist. Nix. Okay. Gut. Ich kann es nie oft genug sagen. Man kann nie genug Feen dabei haben. So, ich habe jetzt eine Fee auf jeden Fall dabei. Und bin auch froh drüber. Weil ich kratze hier gleich ab. Gut, jetzt müsste ich eigentlich nur noch in die Tür. Gut, hervorragend. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, in welchen Türen ich überall drin war. Kann es sein, dass ich jetzt mal gerade eben im Kreis gelaufen bin? Ne, nicht mal. Okay, wir haben ja den Schlüssel. Ist ja auch scheißegal. Ich war nicht in allen Türen, ist mir aber auch wurscht. Gut. Ich denke mal, bei Bongo Bongo brauche ich eh sowieso, das weiß ich jetzt schon, genug Herzen. Es gibt einen Trick, ja, ich weiß, wie man den ewig schnell besiegen kann. Da braucht man, glaube ich, nur einen Fisch oder ein paar Käfer und, schmeißt ein paar Bomben runter und oder so, macht ein paar Sidesteps und geht dann beim Rückwärtssalto, geht mal irgendwie in die, Fokus-Dings-Bums. Also ein Fokus-Modus. Also macht einen Rückwärtssalto-Fokus-Modus und, den Kletterhaken einfach anvisieren. Soweit ich das weiß. Und dann in dem Moment, wenn man unten ankommt, muss man den Fisch dann befreien oder die Käfer. Und dann machst du und dann ist das Ding tot. Ganz einfach. Rein theoretisch, ganz einfach. Aber wie schon gesagt, es funktioniert nicht bei allen Versionen, da ich die deutsche Version habe. Ja. Passt das eigentlich schon. So, gut. Da kann mir wieder nur einer helfen. Und das für zwei Herzen. Genau, das war's schon. Ich könnte jetzt sagen, weil mir das Gepiepse auf den Sack geht. Oder einfach nur, weil ich Schiss habe, abzukratzen. Ist beides möglich. So. Hey. Das ist jetzt auch sehr interessant, weil den Master Key, den haben wir noch gar nicht. Hier ist aber auch keine Tür mehr, wenn ich mich jetzt so mal... Oh wei, oh wei. Ja, genau. Okay. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück in die Tür rein. Natürlich auf die andere Seite. Sensationell. Wie ich es liebe. Wie komme ich da jetzt rüber? Mal ganz blöd gefragt. Bin ich jetzt blöd? Was ist denn hier kaputt? Warum hält er sich da jetzt nicht fest?
Tür. Da bin ich jetzt doof. Nee, die ist auf der anderen Seite. Oh, Himmel. Diese Karte macht mich wahnsinnig. So, meine Frage ist jetzt... Genau, wie komme ich darüber? Sensationell. Sensationell. Also, denselben Scheiß nochmal. In der Tür war ich schon. Ich hatte schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich diese Passage hasse. Passt schon. Gut. Ich glaube, hier war ich auch schon drin. Ja, hier war ich schon drin. Okay. Passt schon. Ich glaube, hier war ich auch schon drin. Ja, hier war ich schon drin ebenfalls. Kann es eigentlich nur noch diese hier sein? Ah ja. Dieses kleine Feature, sag ich jetzt mal, blöd gesprochen. Achso, ja, ist der Gerudo, was ich dachte gerade, hä, was sieht denn da jetzt so komisch aus? Keine Ahnung, was da drin ist. Natürlich schon wieder ein Rubin, ist ja klar. Achso, ist da vorne auch noch ein Zombie. Auch down. Gut, und... der Master Key. Ey, es tut mir so unwahrscheinlich leid, warum ich jetzt so lange für diesen... Tempel gebraucht habe, aber... Naja, gut. Wir haben es geschafft. Alles kein Problem. Oh nein. Ja. Ich brauche doch das Auge der Schlumberheit. Genau, jetzt muss ich nämlich einmal quer hier durch. Ja, du kannst mich jetzt mal nicht beeindrucken, ausnahmsweise. So, jetzt müssten wir eigentlich wieder da sein, wo wir hingehören. Nein, sind wir nicht. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Kein Problem. Kein Problem. So, verpinkel dich. Wir gehen jetzt einfach. Hier rein und fertig. Dann müsste das eigentlich die letzte Tür sein. Primatski. Sensationell. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich soweit, Bongo Bongo gegenüberzutreten. Ich hoffe, ich brauche nicht zu viele Leben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist der schlimmste Gegner von meiner Seite her im kompletten Spiel. Aufgrund A, dass er unsichtbar ist, dass du mit dem Auge der Wahrheit so rummantieren musst, B, dass du mit den Pfeilen exakt treffen musst, was in meinem Controller ja, wie ihr wisst, eine Katastrophe ist. Und zu allem Überfluss ist es dann noch so... Okay. Aber es ist halt so, wenn der obere C-Knopf wieder mal nicht richtig funktioniert, beziehungsweise übersteuert, dann machen wir das halt so. Weil jeder, der meine Let's Plays verfolgt, weiß ganz genau, wie meine Sprungkünste manchmal sind. Okay.
So einfach kann es gehen. Rein theoretisch. Natürlich nur. Und wir sind da. Okay, das war jetzt ein Fail meinerseits. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, weil ich die Schuhe einfach anbehalten ließ. So, für den Gegner. Was brauchen wir denn eigentlich? So alles in allem brauche ich eigentlich nur die Pfeile. Ah, ich wüsste nicht, was ich anderes bräuchte. Seid gespannt. Ich für meinen Teil mag diesen Gegner überhaupt nicht. Allein schon deswegen, weil er halt unsichtbar wird und geahnt, dass das passiert. Und da ist er down. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Sind wir mal ganz ehrlich, ihr habt's auch geahnt. Das ist genau das, was ich meinte, weil es einfach nur... Das ist so krass scheiße, weißt du, weil einfach... So, jetzt brauchen wir nämlich genau... Nein, jetzt war ich zu... Oh mein Gott! Es ist halt wie es ist. Alter, das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Es dauert eigentlich nie wirklich lange. Ey, Alter. Jetzt übersteuert das einfach. Ich dreh grad richtig durch. Hervorragend! Ja, krass, toll gemacht. So. Nummer 1. Achso, das geht nicht, ist klar. Ist klar. Leute, haltet mich für einen Anfänger. Haltet für mich echt, was ihr wollt. Es ist einfach so schlimm. Es ist so schlimm. Ihr merkt es ja selber. Ich drücke ganz leicht auf meinen C-Knopf und es übersteuert sofort. Das ist der Hammer. Da gibt's auch gar keine Entschuldigung eigentlich für so eine Dummheit, sag ich jetzt mal ganz grob. So, sensationell. So. Ich hab's geschafft. Es könnte so einfach sein. Ich dachte, ich mache das wie bei den Killer-Omas, weißt du, wieder Schild runter. Aber es hat halt nicht funktioniert. Es wollte nicht. Kann man nichts machen. Ich glaube, ich habe ja das zweite Mal jetzt in diesem Spiel eine Fee gebraucht. Ihr werdet bei Ganondorf und Ganon sehen, ich werde wahrscheinlich nicht mal ein Herz brauchen.
Das ist der schwierigste Gegner meiner Meinung nach in diesem Spiel und könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ihr bringt mich davon nicht weg. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns. Bongo Bongo ist besiegt. Fertig. Kriegen wir jetzt einen weiteren Herzcontainer. Boah, ey, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie viele Herzteile ich noch sammeln müsste, um alle Herzen zu kriegen. Sensationell. Gut. Ich würde sagen, bevor ich jetzt dieses Portal betrete und wieder ewig lang lesen muss, verabschiede ich mich an dieser Stelle und hoffe, ihr hattet Spaß, trotz meiner vielen Fails. Ich glaube, gerade deswegen hattet ihr so viel Spaß, gehe ich mal davon aus. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, ein Like oder ein Dislike, ein Abo, tut vielleicht auch nicht weh, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und meine ganzen anderen Videos, vielleicht das euch auch interessiert. Es sind auch ein paar coole Ausraster manchmal dabei bei Battlefield Hardline und 4. Und ja, vergesst mir meinen Homie, den Tauli, nicht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Avenger. Peace.